Hallöchen und willkommen zurück hier bei einer neuen Runde der Universum, oder was heißt neue Runde, immer noch die alte Runde. Wir spielen wieder ein bisschen weiter. Unser Dock, der arbeitet, und unser Friedhof ist auch gleich fertig. Es fehlt noch ein bisschen Stein, aber das ist eigentlich alles in der Nähe. Wir können höchstens mit Telekinese noch ein bisschen nachhelfen. Zack, und dann fehlen noch... Hauptsache ich treffe nicht mal damit einen Nugget, ne? Dann gibt es nämlich aber... So, ihr könnt ja loslegen und bauen. Wie sieht es denn hier so schön aus? Was haben sie denn da? Hängen sie da Wäsche auf oder einfach nur so? Da trocknen sie irgendwo. Aber geh noch durch, okay. So, der Schamane braucht Kräuter. Kriegt er welche? Ja, der hat Kräuter. Und 2 mal Medizin auf Lager. Hier geht schon wieder ab. Da wird ordentlich Liebe gemacht. Love is in the air. So, Boden werden gebaut. Hier könnte ich dann noch eine Farm bauen. Habe ich die schon erforscht? Die kommt als nächstes. Jetzt kommt sozusagen schon die Farm. Jagen können wir noch machen. Flaschenzug, da fehlt mir bestimmt. Nee, das kann ich. Bodenwasserkapazität mache ich dann als nächstes. Und dann gehe ich auf jeden Fall auf die Materialveredelung. Kultur. Und das Fortschreiten der Kultur erlaubt es, deinen Nuggets ein paar Traditionen zu entwickeln. Sowie Mord und Totschlag auf ein Minimum zu reduzieren. Die Nuggets werden nur mit... Hilfe von Gedanken und Ehrgeiz anfangen, ein bisschen mehr Persönlichkeit zu entwickeln, als die sinnlosen Arbeiter drohen, die du bisher zu kennen glaubtest. Okay, mit Schreibfehler, aber nicht so dramatisch. Ist ja noch ein Alpha. So, was haben wir jetzt Neues freigeschalten überhaupt? Was? Fischerei haben wir ja schon. Das Reservoir haben wir ja auch schon. Das friert da oben nur ein. Oder nicht, verdampft jetzt, ne? Weil es zu warm ist, aber ist okay. Aber das friert im Winter nicht ein. Weil dann würde es ja einfach nichts bringen. Wetterstation. Hm. Ja. Brauche ich mal noch nicht. Nee, will ich nicht. Der Sommer ist da. Wir haben es geschafft. Back die dicken Pantoffeln aus. Friedhof ist voll funktionsfähig. Dann brauchen wir noch einen Friedhofswärter. So ist ein Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Wo sind hier die Berufe? Ach, die haben Beruf. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Der ist ein Workaholic. Brauche ich eigentlich nicht beim Friedhof. Da können wir auch einen Faulen nehmen. Der kann ruhig faul sein beim Friedhof. Das ist okay. Es wird ja nicht immer gestorben. Hoffe ich mal zumindest. Und es regnet. Zumindest. Hier regnet es. Ne? Das muss immer eine Wolke sein. Ah, da kommt die Wolke. Wir könnten ja auch Regen erschaffen, ne? Was haben wir hier? Sturmwind? Kann ich noch nicht. Tornado, Jahreszeitenwechsel. Okay, ändere sie, das ist ja nicht schlecht. Verjüngen, Schnellstart, elektrisieren. Aufforsten. Ah, das kann ich auch machen. Okay. Hier, ich will ein bisschen aufforsten. Cool. Das gab es vorher auch noch nicht. Und ein Zimmer hat sich... Ja, ein Nugget, ein Zimmer, sag ich schon. Hat sich schwer verletzt. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Da ist sie. Die kann ich schnell heilen. Ich brauche Verjüngen. Verjüngen. So, da ist sie wieder verjüngt. Ach, ich drücke mal Escape. Will ich gar nicht. Wenn man jetzt 3 Spiele spielt, dann ist immer mit der Steuerung jetzt hin und her gewechselt. Das ist echt... Macht einen fertig. So, wenn es hier eigentlich regnet, dann müsste ja hier auch ein bisschen Wasser mehr kommen, oder? Ne, Wasser wird weniger, aber ist noch genug drin. Zur Not kann ich ja da noch Regen beschwören. So, wir machen mal Geschwindigkeit wieder ein wenig höher. Holz haben wir wieder genug. Was gibt es denn hier noch für schöne Fähigkeiten? Das ist der Regen, Telekinese, Freundesschub, elektrisieren, okay. Angenommen, ihr seid ein zorniger, toga-tragender Gott und schleudert Blitze von eurem Thron in den Wolken herunter. Verwendet diese Macht, um die Unwürdigen zu bestrafen, Schädlingsbekämpfung zu betreiben und Strom zu erzeugen. Okay, es ist allerdings bekannt, dass der letzte Punkt ein wenig riskant ist. Oh, ich wollte weiter gucken. Ja, das kann man ja auch schon. Schnellstart und hier Jahreszeiten wechseln. Was gab es hier Schönes? Ah, aufforsten. Also ist das auch geklärt. Es gibt anscheinend keinen Forster. Sondern das machen die einfach. Ich mach das, nicht die. Hier haben wir dann Steine noch. Okay, kann man hier schon was aufleveln?
4 von 20. 3 von 20. Don't disturb. Da geht was voran. So, Plätze haben wir auch frei. Okay. So, als nächstes bauen wir dann die Farm. Wir haben hier... Wenn wir hier unten irgendwo hinbauen. Hier werden wir die mit hinbauen, die Farm. Dann baue ich die hier hin. Hier ist eine kleine Lichtung. Mal schauen. Die Steinhütte ist fertig. Nee, die war das nicht. Dann ist ja noch irgendwo eine entstanden. So, was sagt der Tempel? Sehr schnell. Alle sind zufrieden mit mir. So muss es sein. So. Ja, der Park passt halt, finde ich, passt nicht rein. Der ist noch zu modern, aber ich kann anscheinend eh nicht bauen, oder? Doch, ich kann bauen, aber ich finde den zu modern. Vielleicht ist ja auch, ich probiere es eben mal, vielleicht ist ja auch das Bild jetzt nur ein anderes und er ist einfach auf die Steinzeit jetzt schon ausgerichtet. Das soll einfach nur ein Bild dafür haben und nicht mehrere. Wo baue ich den denn hin? So, Landwirtschaft haben wir fertig, das ist auch gut. Wo baue ich den Park hin? Hier ans Wasser. So, Park hin. Denke mal schon, das wird so sein, dass der jetzt dann nicht so extrem gut aussieht, sondern genau in die Zeit passt. So, dann bauen wir eine kleine Farm. Zack. Farm hier hin. I see you are finally taking interest in your civilization's need to eat. Guess it's time to take starving to death off the list of anticipated disasters. For now. Ja, Essen ist immer wichtig. Und ich würde sagen, wir helfen ja auch den Nuggets ein bisschen wieder. Mit Telekinese. Zack. Die Steine hier kann ich einfach nehmen. Ah, die müssen sie erst abbauen, ne? Zack. Ich mach das mal ein bisschen schneller als du. Zack. Zack, hier den Stein will ich. Komm. So, den Rest macht ihr dann, ne? Ich habe keine Zeit mehr für euch. Jetzt muss ich weiter rumgucken. Arbeitet mal ein bisschen schneller, Nuggets. Sonst gibt es gleich ein Unwetter. So, der Doc, keiner krank, alles schick, nahrungstechnisch, wie sieht's da aus? Wir haben 6 Mal, das passt soweit. Kann ich ja nachher noch upgraden, dann arbeitet er noch mehr. Friedhof ist auch noch keiner drin. Und hier brauche ich 15. Da werden wir mal 15 hinliefern. Warum kommt hier nichts an? Wo ist das Holz hin? Komisch. Ups, verschwindet einfach nur. Das ist ja komisch. Mein Holz ist weg. Dann ist es so. Dank einer gesprächigen Schlange hat Mubalo kleine Räder entdeckt, was für die Forschung von Flaschenzug von Bedeutung ist, bestimmt. Oh, ist hier ein Anführer. Der hat religiösen Fokus, okay. Recht auf Waffen. Nuggets konzentrieren sich mehr auf Religion als auf Forschung. Produktion von Schöpferpunkten 50% erhöht, die Forschungsrate ist verschlechtert. Nee, das möchte ich nicht so. Gestattet Nuggets im Besitz von eigenen Waffen. Verletzungsgefahr plus 20, Zufriedenheit plus 5, Risiko eines Wildtierangriffs minus 50%. Und dann haben wir noch den Shamambo, das vorgeschlagene Gesetz. Nuggets will get... Ah, das ist dann nicht deutsch. Okay, shoots to become less prone to desires. Also die sind bei nicht so oft krank. Wir übernehmen ihn. Wie kann ich den jetzt aussuchen? Den möchte ich als Leader, hallo? Kann ich ihn jetzt zum Leader nennen? Gar nicht. Oh, ich will ihn doch als Leader.
Oder wählen die Nugget? Ah, die wählen das selber. Und das ist halt mein Kandidat und da kann ich die Leute sozusagen influenzen. Okay. Ich kann den nicht selber wählen. Hier braucht Wasser. Hier ist der Wasser. Da ist Wasser. Da ist Wasser. Brauchen wir noch einen Brunnen? Kann immer nur einer trinken. Komm, brauchen wir noch einen Brunnen hin. So. Passt hier noch einer mit hinten? Nee. Aber hier passt noch einer hin. Zack. Noch ein Brunnen. Die Form ist auch jetzt fertig. Brauchen wir noch ein Nugget? Da wären Workaholic nicht schlecht, haben wir auch nicht mehr. Drittsicher, naja, nehmen wir mal einen Drittsicheren. Und wir bauen auf Grasland. Unbekannt, unbekannt und unbekannt. Wir bauen dann halt das an. Kein Farmer anwesend, okay. Der kommt ja noch. Bei uns sind etliche Zyklen entstanden. Also die Zivilisation, sie wächst. Wasser, da haben wir noch. 40 von 20. Wasser sieht okay aus. Wir verbrauchen 20. Strom gibt es noch nicht. Und die Wahl ist gleich vorbei. Und mein Kandidat, der gewinnt. Das ist sehr gut. Auch eine Frau, ne? Weil, ne? Gleichberechtigung ist wichtig. Mit drei Blättern. So ist alles noch okay. Yep. Der Brunnen ist auch schon fertig. 21. Die haben 20 nur. Oder kann ich jetzt upgraden? Ne, die kann ich nicht upgraden. So. Dann kann ich nochmal den Forschungsbaum gucken. Weil wir haben ja gleich Materialveredelung. Und dann wäre vielleicht Bildung nicht schlecht. Oder erstmal kochen. Wirtshaus upgraden oder mache ich erstmal hier Bestattung? Was gab es hier unten noch? Friedhof upgrade, zusätzlicher Arbeitsplatz? Ne, brauche ich noch nicht. Hier wurde die Medizin verringert. Okay, Mörser und Stößel. Göttliche Bestrafung. Medizinische Diagnose. Das ist hier noch halb Deutsch und halb Englisch. Wasserflussstudie. Das wird der Brunnen abgegradet. Das verbraucht die Materialveredelung. Die haben wir ja jetzt. Haben wir jetzt? Ne, die brauchen noch 4 Minuten 50. Ledereimer. Okay. Plus ein Brunnenwasserkapazität und eine Wasserflussstudie brauchen wir erstmal. Und Brunnenschachtung. Was gibt's hier Schönes? Verstärkter Bunker. Okay, Vorratsbildung. Aha. Oh, ich will dann erstmal hier unten weiter forschen, weil wir brauchen ein bisschen was Erholung, lokale Geschäfte. Gruppenmahlzeiten. Wenn Nuggets gemeinsam speisen, scheinen sie das Wirtshaus zufrieden und zu verlassen, als nach einer einsamen Mahlzeit. Es scheint, dass ihr Hunger über längere Zeit gestillt wird, denn sie verlangen erst viel später wieder nach mehr Essen. Ah, cool. Also wenn wir dann hier weiter forschen. Abgekochtes Wasser. Der Durst wird sich um 7, aber wir machen dann erstmal Erholung und danach die alle. Feierlichkeiten gibt es auch noch. Demnächst. Effekt demnächst. Also ist es noch nicht fertig. Impfung. Ah, jetzt Deutsch. Also oben ist Deutsch und nicht. Werden die ganzen Leute geimpft? Hier, da ist er jetzt. Komm. Nehmt ihn jetzt als Chef. Ah, aber der ist gelb gedrückt. Die Steuerung macht mich fertig. Das Archiv ist auch fertig. So. Minus 100 und Happiness. Ja, komm, wir feiern. Hinter nichts, der wird gefeiert. Bisschen Silvesterparty hier. Er braucht Hilfe beim Bauernhof. Warum braucht er denn Hilfe? Ist alles okay. Habe ich Telekinese dran? Ich brauche Telekinese. Habe ich dir jetzt geholfen oder nicht? Vogelscheuche bald verfügbar. Gibt es ja eh alles noch nicht. Das passt soweit. Hier sind Steine. Ich kann es halt den nicht bringen, ne? Die neuen Samen sozusagen. Das
wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Ne, mach ich nur kaputt. Und es wird Herbst. Und hier entstehen immer mehr Häuser. Steinhütte, noch eine Steinhütte. Und noch eine Steinhütte anscheinend. Brauchen wir bald hier noch mehr Nahrung, ey. Die fressen mir sonst die Haare auf dem Kopf. Das ist fertig, das ist fertig. Speed kann ich nicht schneller drehen. Religionstechnisch, das ist gerade Medium. Und wir haben ein Gewitter. Wo ist es denn? Da hinten braut sich zusammen. Hier sind dunkle Wolken, okay. Aber wir sind ja erstmal hier. Und Regen ist ja nicht schlecht, weil hier müsste auch langsam mal wieder ein bisschen regnen. Nee, hat geregnet. Ist wieder voll. Dann ist ja alles okay. Verbleibendes Wasser, das passt soweit. Reservoir müsste bald voll sein. Ja. Das sollte dann auch für den Winter reichen. Ich könnte jetzt hier unten noch ein Reservoir mit hinbauen. Ja, bauen wir hier unten noch ein Reservoir hin. Wenn es hier hinpasst. Das passt hier hin. Ja, tut mir leid. Oh, da reiße ich das automatisch ab. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe dir nicht geholfen. Verzeih mir, bitte. So, hier wird auf jeden Fall erstmal angepflanzt. Das Zeug weg. 6 Minuten dauert das. Und dann gibt es Nahrung. Fisch haben wir auch noch genug. Dann brauchen wir wirklich ein mehr in der Küche, dass der da schneller verarbeitet, das ganze Zeug. Und dann können auch mehr sitzen anscheinend, mehr Essplätze. Friedhof, immer noch leer, keiner gestorben. Einer hat sich verletzt, ich muss jemanden heilen. Wo ist die Heilung? Die ist hier unten. Einmal verjüngen. Hauptsache, da macht er jetzt nicht gerade irgendwo Liebe. That looks like a rather rough process. Let's hope so. Nobody gets hurt. Da ist er wieder gesund. Ich brauche schon meine Gottansicht, sonst ist es zu dunkel. Wir haben die Materialveredelung erforscht. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich... Nö, gibt's noch nicht. Muss ich auch alles erst erforschen. Doch hier vorne. Eine Steinraffinerie und eine Holzraffinerie. Naja. Raffinerie hört sich komisch an. Hm, Holz. Ja, ne, Holz wäre doof, wenn ich das da oben mache. Das bauen wir einfach mal hier mit hin. Und die Steinraffinerie bauen wir einfach daneben. Jetzt ist das Richtige. Das ist Stein, also brauche ich jetzt Holz. Sonst baue ich zweimal das Gleiche. Und wir haben Winter. I sincerely hope that your civilization eventually learns how to make a decent cup of coffee. Okay, gehen die jetzt ein oder werden die noch geerntet? Die werden noch geerntet, ne? Hoffentlich reicht denn die Nahrung über den Winter, ey. Weil angeln kann ich ja auch nicht mehr, ist aber dazugefroren. Und Wasser gibt's jetzt auch nicht mehr, ja. Jetzt geht halt das runter. Und das geht recht schnell runter. Ja, wir gucken mal, ob wir über Winter kommen. Hier haben wir noch ein paar Bären. Hier können wir noch ein paar Bäume wieder anpflanzen. Und das ist ein Baum. Und noch ein Baum. Und noch ein Baum. Hier auch noch ein paar. Ah, wieder Escape gedrückt. So, und dann kommen wir schon wieder die Geschenke. Die Geschenke passen irgendwie nicht so rein, weiß ich nicht. Ist nicht so. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Vielleicht ist es ja auch nur, weil jetzt wirklich Weihnachten ist, ne? Und zur Zeit der Aufnahme, ein Tag vor Weihnachten. Und ich muss noch ein bisschen vorproduzieren für die Feiertage. So, hat er geerntet. Jo, er hat ein bisschen was abgeerntet, das ist schon mal okay. Jetzt wird's kalt, das Reservoir geht runter, wir haben nur 70%. Ah, minus 20 machen wir da, das ist schon ordentlich. Schauen wir mal. Wenn wir Winter kommen. So, Essen. Haben wir hier noch 3. Hier müsste auch noch was drin sein, ne? Ja, hier ist alles voll. Die ganzen Speichers voll. Gibt es genug zu essen. Wobei, ist es hier so kalt? Ja, doch, hier ist kalt.
Ja. Aber eigentlich dürfte er nicht überall Winter sein auf dem Planeten, oder? Doch, ist überall Winter. Naja, okay. So ein Gefühl von Gemeinschaft. Und hat irgendwas erforscht. Das Denglische, das ist schon Wahnsinn. Das Gebäudename ist nun allein in der Lage zu stehen. Hier ist es. Da brauchen wir ein paar Nuggets. Was gibt's denn hier? Der ist immun. Der ist immun. Immun gegen Krankheiten ist immer gut. Der ist faul. Nee, faul möchte ich nicht. Der ist schwach. Schwach ist auch schlecht. Hier haben wir noch einen Workaholiker gehabt. Wo ist er hin? Ich brauche einen Workaholiker. Und hier nehmen wir auch einen Workaholic. Und einen, der drittsicher ist. Wäre schon nicht schlecht für die Berufe, ne? Dass man da ein bisschen standfest ist. Und nicht auf irgendeine Holzpalette oder dann was da oben bauen ausrutscht. Ja, aber das geht ja irgendwie nicht, ne? Das kann ich ja canceln. Das geht nicht, ne. Wir haben die Kultur erforscht. Gibt es da was Neues, was Schönes? Nein, haben wir schon. Kämmer. Das müsste dann hier irgendwann kommen. Ein Filmtheater, ein Ratshaus. Ein Wachturm und ein Archiv. Das Archiv habe ich ja schon. Die Steinmine, eine Ölpumpe, eine Eisenmine, ein Sägewerk und eine Gasgrube. Was es nicht alles gibt. Und wo sind die Dingsgebäude? Ach, hier die lokalen Geschäfte. Okay. You just gained more believers that they give you imagining. Also wir haben mehr Leute, die jetzt an uns glauben. Das heißt, es geht jetzt ganz schnell. Und der Winter ist schon, er geht zurück. 49%, okay, also könnte es theoretisch reichen. Wir haben jetzt noch ein zweites dann. Hier ist halt noch kein Wasser drin. Also reicht es für den Winter, dann ist das alles kein Problem. Ihr macht hier schön Holz draus, genau. Kann ich da jetzt hier Gebäude upgraden? Ne, kann ich noch nicht. Schade. So, danach haben wir die Erholungsgebäude. Dann müssten wir eigentlich... Wo gehen wir denn weiter? Wollen wir noch jagen? Oder wollen wir erstmal Essen besser machen? Wir machen erstmal ein Essen besser. Und dann müssten wir noch ein bisschen Wasser besser machen. Was ist hier? Göttliche Bestrafung. Wahrscheinlichkeit auf Zwillinge um 50% erhöht. Ach du meine Güte. Dann explodiert ja die Bevölkerung. Hier haben wir Holzernte, Sägewerk, Bergbau. Okay. Ölpumpe, kinetische Energie. Okay, das ist dann hier. Modernisiert Steinhütten zu Wohnblocks. Ah, das ist natürlich gleich. Krasser Unterschied. Hier gibt es dann die Regierung. Haben sie ordentlich... Es hat sich was getan im Spiel, auf jeden Fall. Hier ist dann erstmal Schluss. Aber da sind wir eh noch nicht. Wir sind erstmal bei der Bildung. Und machen jetzt erstmal ein bisschen noch Erholung. Danach ein bisschen Nahrung. Denn wir brauchen mehr... Brauchen wir vielleicht noch ein Wirtshaus. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wir haben jetzt 48 Leute. Wären schon zwei Wirtshäuser nicht schlecht, weil das ist immer voll. Und da hat jemand Hunger, dort hat jemand Hunger. Ihr transportiert nur Sachen. Die Weihnachtsgeschenke könnten jetzt wieder weg, aber wir haben immer noch Winter bestimmt. Darum sind die noch da. So, der Shambu Subichi. Friedhof ist immer noch leer. Oh. Jetzt ist der erste gestorben. I'm afraid one of your nuggets has passed away. Der Arme. Death can happen so suddenly. So plötzlich. However, the death of one does not necessarily mean the end of everything. It was simply their time to go. Und die Käfer sind auch schon da. Yourself, creator. Well, unless you were actually responsible, I wasn't paying attention. Okay, dann werden wir den mal hier. What's that smell, creator? Oh, what a pity. It appears that one of your nuggets has passed on. However, they left something odorous behind. Ich bringe ihn schon zum Friedhof. Oh, upsie. Hallo? Hallo? Ich hätte ihn gerne wieder aufgenommen.
Can someone please get that nugget a fresh pair of underwear? Hab ich doch gemacht hier beim Friedhof, alles schick. Verjüngen, um den Bereich zu reinigen. Ach, muss ich auch noch reinigen, den Bereich, ey. Und wieder Escape gedrückt. Warum ich immer Escape drücken, Stimme geht weg, Escape drücken will. Ich denke, verjüngen, dann wurde sauber. Warum geht es nicht da? Ach, hier. Blut kann sein, aber halt nicht da, wo die Leiche lag. Okay. Na, dann ist... Ach, schon wieder Escape gedrückt. Ich raste hier noch aus. Warum will ich immer Escape drücken? Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da kann mir erstmal ein bisschen... Der nächste ist tot. Wegen der Escape-Taste beruhigen. Sehe ich das, wo der gestorben ist? Na gut, ab in die nächste Folge. Bis dahin, tschüss.